Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir Pferdeleckerlis backen. Auf der Liste hier stehen die Zutaten, die wir benötigen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir von den benötigten Zutaten hier zu Hause haben. Also, wir haben Bananen, wir haben Äpfel, Wasser haben wir auch hier. Und dann brauchen wir noch Karotten, Haferflocken und Honig. So, jetzt schreiben wir uns einmal auf, was uns noch fehlt. Und zwar Karotten, Haferflocken, ja, Lisa hat ein bisschen Probleme mit meinem Handy, weil sie hat eigentlich ein Samsung und kommt jetzt mit meinem nicht klar. Also Karotten, Haferflocken und Honig. So, dann haben wir's. So, und los geht's. So, und wer die Videos von Lisa und mir öfter verfolgt, der sieht jetzt auch, dass wir mal wieder im Dunkeln unterwegs sind. Denn komischerweise sind Lisa und ich immer draußen und filmen etwas, wenn es gerade dunkel ist. Entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends. Also, wir sind dunkelaktiv. Wir haben gerade das Wort dunkelaktiv erfunden. Also, ja, wir sind schon weiter. Und da hinten ist Rewe, wo wir gleich unsere Zutaten kauften. Und ja, 2 Minuten und dann sind wir wieder zurück. Ja, bei uns frostet das jetzt schon schön. Wie ihr seht, glitzert das hier so schön. Frostet das bei euch auch schon so doll. Und ja, jetzt dürfen wir erstmal etwas länger geradeaus gehen. So, wir sind in Rewe angekommen. Wir suchen jetzt die Karotten. Wo sind Karotten? Okay, Bananen haben wir auch schon. Äpfel haben wir auch. Karotten. Da sind unsere Karotten. Hier sind wir schon mal in der Abteilung, wo die Hafersachen sind, so Cornflakes und alles. Jetzt müssen wir nur noch die Haferflocken finden. So, wir haben die Haferflocken gefunden. Und zwar einmal die kernigen und einmal die zarten. Jetzt ist die Frage, welche sollen wir nehmen, die kernigen oder die zarten? Wir haben uns dann für die Zarten entschieden. Schreibt auch mal in die Kommentare, für welche Sorte ihr euch entschieden hättet. Und jetzt brauchen wir nur noch den Honig. Wir sind wieder draußen und hier sind unsere Sachen. Wir waren zuvor eine Tasche zu kaufen und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hause und wir melden uns, wenn wir wieder zu Hause sind.
So, in der Zeit, wo Lisa auf Toilette ist, hole ich kurz schon mal die Sachen. Und zwar die Schalen und die Reibe, damit wir die Karotten und Äpfel später reiben können. Wir haben jetzt hier eine kleine Schüssel für die Bananen. Und hier eine etwas größere Schüssel für die Äpfel und Karotten. Und in die ganz große tun wir dann nachher die Haferflocken und alles zusammen rein. Jetzt ziehen wir einmal den Tisch aus, damit wir mehr Platz haben. Sonst ist das ein wenig zu eng. Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt die 500 Gramm Haferflocken in die Schale getan und Äpfel und Karotten gerieben und jetzt werden wir den Ofen schon mal vorheizen. Der Ofen wird bei 180 bis 200 Grad vorgeheizt und wir schneiden jetzt noch ein bisschen weiter, dass wir dann am Ende 3 Karotten und 3 Äpfel gerieben haben. So, dann nehmen wir uns die Bananen und dann werden wir mit einer Gabel noch 2 Bananen klein musen und in die andere Schale geben. So, also das hier ist eine ältere Banane, die kann man sehr leicht zermusen. Und das hier ist eine sehr frische Banane und das ging ein wenig schwer. Also man sollte dann lieber ein bisschen ältere Bananen nehmen, das geht dann einfacher. Zu den Haferflocken müssen noch langsam immer Stückchen für Stückchen Wasser hinzugeben werden. Wir hatten jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel Wasser. Daher wurden unsere Leckerlis am Ende auch ein bisschen weich und nicht so hart, wie sie eigentlich sein sollen. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil wir hatten die noch im Kühlschrank und auf dem Balkon stehen und jetzt sind sie hart. So, dann wird alles, also die Karotten und die Äpfel und die Bananen werden dann zu den Haferflocken hinzugegeben und dann wird einmal kräftig umgerührt. Falls ihr zu Hause so eine Reibe haben solltet, solltet ihr die lieber für die Karotten nehmen, denn das geht viel einfacher und danach sehen die so aus und das sieht dann besser aus. Und wenn dann alles umgerührt ist, dann kommen noch 3 Esslöffel Honig dazu. Das macht die Leckerlis am Ende süßer und lässt die besser zusammenkleben. Wenn dann alles drin ist, nochmal kräftig umrühren. So, und wenn ihr dann fertig seid mit dem Umrühren, dann geht's los mit dem Formen. Wir haben jetzt erstmal versucht, so Bällchen zu formen. Wir wollten eigentlich kleine Bällchen machen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Und dann haben wir noch versucht, so Pelletsartige Leckerlis zu formen. Und die sind auch sehr empfehlenswert nachzumachen. Denn die gehen eigentlich auch viel leichter und die werden am Ende auch schneller hart. So, und dann kamen die Bleche in den Ofen. Und zwar genau für eine Stunde. Dann kann man nochmal gucken, ob die nicht vielleicht doch noch ein bisschen länger rein müssen. Wenn das jetzt so große Bällchen sind wie bei uns, dann sollte es schon länger drin sein als eine Stunde, weil die sonst ein bisschen zu weich sind. Ich habe mir dafür einen Timer gestellt, ich weiß nicht, wie ihr es machen wollt. So, in der Zeit, wo die ersten Bleche drin sind, fangen wir auch schon mal an mit Abwaschen.
Und ja. So, wir haben jetzt schon mal die eine Hälfte vom Tisch abgemischt und schon mal eingefahren, haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz. Vielleicht müssen wir nochmal den Boden wischen, fegen und wischen. Der sieht sehr wir haben aus. Den schon zweimal gefegt, das genau wie so den aus, Tisch. Als hätten wir auf dem Boden gegessen. Ja, als wenn Tiere hier gekocht hätten. Ja, den Tisch haben wir auch schon zweimal abgewischt, aber irgendwie sieht er immer noch ohne schon wieder so aus. Und ja. Alles filmen, ne? Ja, natürlich. In meinem Phone mir Mirror. Das hat auch alles, ne? So, jetzt haben wir gewischt. So, die Stunde ist gleich um und dann holen wir jetzt mal das erste Blech raus. Also ich bin ja gespannt, ob das jetzt nicht zu lange war. Wenn ja, haben wir Ohr. Scheiße. Na, so braun sind sie jetzt auch nicht. Eigentlich das ist voll ich dachte, die sind, ja, ich dachte, die sind verbrannt, aber ja. Goldbraun geht voll klar. Ich habe Angst, dass ich mich verbrenne. Ja, okay, die sehen aus wie Kackhaufen. Obwohl mal. So, und hier kommen wir jetzt zu den anderen dazu. Und dann stellen wir sie nachher auf den Balkon, damit sie abkühlen. Weil, ja, ist ja kalt genug draußen. Mitternachtssnack oder fast Mitternachtssnack. Wir überlegen mal, welche wir nehmen, aber wir tendieren beide zu dem Müsli. Und das nehmen wir jetzt auch. Hier sind nochmal ein paar Clips, wo die Pferde die Leckerlis gegessen haben. Und ihnen haben die Leckerlis auch sehr gut geschmeckt. Und Lisa und ich haben die Leckerlis auch selber probiert und die sind echt lecker. Nur leider ist das Video davon nicht mehr da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.